So, hallihallo. Ich bin dann auch schon mal wieder da. Ich habe euch ja von den Colorista erzählt im letzten Video. Habe ich einen DM-Haul gemacht und habe mir mal zwei Farben besorgt, um die mit euch zu testen. Ich habe es bereits auf den Haaren, hatte ich ja schon im letzten Video erwähnt, dass ich das selbst schon ausprobiert habe. Und nun habe ich also diese beiden Farben, einmal das Dirty Pink und einmal das normale Pink, und wollte das gerne mit euch zusammen testen. Hier hinten auf den Verpackungen ist nur angegeben, dass man es im Balayage zum Beispiel verwenden kann oder wenn man nur Strähnchen hat oder halt wie so Dip Dye und Highlights etc. Ich fand es aber auch immer sehr interessant zu wissen, in welchen Tönen diese beiden rauskommen, also in welcher Tontiefe, wenn man die jetzt auf verschiedenen blonden Haar aufträgt. Es wird ja empfohlen, dass das Haar blondiert sein soll. Bei diesen Washout-Farben muss es blondiert sein oder halt sehr hell. Und es gibt natürlich blondiert in sehr, sehr hell. Es gibt blondiert auch in noch relativ dunkel, und dafür habe ich dann einmal drei verschiedene Extensions mitgebracht. Ich habe jetzt kein komplett weißblond, platinblond, aber ich habe eine Extension, die noch so einen leichten Grauschimmer hat. Das wäre dann so eine, nochmal so eine Geschichte. Eventuell versuche ich die auch nochmal ein bisschen weiter auszuwaschen, dass man das Grau nicht mehr so arg sieht. Auf jeden Fall habe ich einmal eine graue Strähne, die ich einfärben werde. Ich werde die also immer halbieren. Die eine Seite dann mit dem Dirty Pink und die andere mit dem Pink auftragen. Da habe ich dann also einmal diese graue. Dann habe ich einmal dieses Blond. Upsala. So. Einmal das Blond. Da werde ich dann auch wieder halbieren und dann eine Seite Dirty Pink, andere Pink. Zeige ich euch das mal von nahen, was das für eine Farbe ist. Genau. Und hier habe ich dann einmal. Und dann habe ich einmal so ein, ja, dunkleres Blond. Einmal dieses hier. Ich zeige euch das noch von nah. Da sind natürlich noch sehr viele Pigmente drin. Und es ist noch relativ dunkel. Ich bin mal gespannt, wie die Farben dann auf den verschiedenen Haarfarben rauskommen. Ich halte die dann nochmal nebeneinander. Also hier haben wir dann einmal das Blond und das Grau. Und hier dann einmal alle drei. Das dunkle Blond, dann das, was ein bisschen heller ist, und einmal dieses Grau. Ich werde euch beim Einfärben nicht mitnehmen. Ich werde die jetzt einfach einfärben. Die müssen dann 15 bis 20 Minuten einziehen. Und dann werde ich euch das Ergebnis zeigen. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Extensions eingefärbt. Mir ist beim Einfärben schon aufgefallen, dass die Farben ganz unterschiedlich auf den Haaren rausgekommen sind. Ich zeige euch als erstes mal die blonde Strähne, die ich eingefärbt hatte. Also oben sieht man nochmal der Ausgangspunkt, also was für eine Farbe war. Und jetzt sieht man hier einmal, das ist dieses Pink und das ist dann das Dirty Pink. Ich zeige es euch noch von den Haaren. Hier ist das Pinke und das ist das Dirty Pink. Also ist eine super schöne Farbe rausgekommen, ist auch sehr satt. Also hier muss ich sagen, die Haare fühlen sich auch gepflegt an. Also ich habe die jetzt nur ausgewaschen, man soll sie nicht mit Shampoo behandeln. Man sieht natürlich jetzt schon im direkten Vergleich zu meinen Haaren, das ist komplett unterschiedlich. Also das wäre dann erstmal die blonde Strähne. Machen wir mit der grauen erstmal weiter. Oben sieht man, es war mal grau. Und jetzt hier haben wir hier wieder das Pink und auf der anderen Seite das Dirty Pink. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Also das Pink ist heller. Das Dirty Pink ist deutlich dunkler, auch schon in der Farbe, also in der Tube, ist es anders. Sieht es halt wirklich von nahem sehr gut, von weitem mit da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Das ist dann, was bei der grauen Strähne
bei rausgekommen ist. Und super interessant fand ich, was bei dieser mittelblonden Strähne passiert ist. Hier haben wir einmal das Pink, ganz normale Pink, und auf der anderen Seite das Dirty Pink. Ich finde, das ist so ein richtiges, ja, Erdbeerblond geworden. Finde ich eigentlich ganz schön. Und hier oben sieht man wieder die Ausgangsfarbe. Hier ist das Dirty Pink und hier ist das Pink. Also ich finde es so von den Farben her ganz schön geworden. Ist natürlich komplett anders wie bei dem Blonden. Also ich vergleiche jetzt einmal dieses dunkle Blond mit dem helleren Blond. Also hier haben wir das mit dem helleren Blond und einmal das dunklere Blond. Also man sieht schon, das hier ist deutlich knalliger von der Farbe als bei dem dunklen. So, und dann zeige ich euch einmal den Vergleich zwischen dem Blond, was noch gelbe Pigmente bzw. ein paar Rotpigmente drin hat, und dann das, was komplett grau war, wo wir also schon mal diese Rotpigmente rausgeholt haben. Da sieht man jetzt im Vergleich, nehmen wir die Strähne ein bisschen höher, das ist dann auch wieder deutlich kühler. Natürlich ist es ja auch auf einer kühleren Ausgangsbasis gefärbt. Hier sieht man dann nochmal den direkten Vergleich. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied, auf welche Haarfarbe man das nun färbt. Ich halte jetzt nochmal alle nebeneinander. Man dann, was also bei diesen Farben rauskommen kann. So, hier einmal im Vergleich. Links die graue, in der Mitte die blonde und rechts die dunklere. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich dann einmal die Strähnen für euch in einmal durchgewaschen. Ich fange mit der komplett blonden wieder an. Voilà. Sie wurden also jetzt einmal gewaschen. Man sieht immer noch Farbe, es ist aber schon deutlich pastelliger geworden. Und ich finde, dass die dunkle Farbe, also dieses Dirty Pink, sich etwas schöner rauswäscht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also es ist schon deutlich weniger Farbe zu sehen. Hat sich auch relativ gleichmäßig ausgewaschen. Wobei natürlich die sehr porösen Spitzen schneller auswaschen als der noch intakte Schaft. Ich das nochmal von vorne. Das ist dann das Ergebnis nach einmal waschen. Also ist schon deutlich heller geworden. So, dann die grauen. Da ist es auch schon deutlich heller geworden. Hier ist das Dirty, hier war das normale Pink. Also vom normalen Pink ist beim Grau also wirklich nicht mal ganz so arg so viel zu sehen. Hat sich aber auch relativ gleichmäßig ausgewaschen. So. Und ebenfalls nach einmal komplett durchwaschen. Das ist dunkler Blond. Ja, hier bei den Spitzen, also man sieht dann das sind Schimmer. Und hier ist es noch relativ kräftig. Hat sich aber auch schon ordentlich ausgewaschen. Weil ich finde, hier auch das Dirty Pink wäscht sich langsamer aus. So, wieder links die graue, in der Mitte die blonde und rechts die dunkle. Man sieht also schon einen deutlichen Unterschied. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich sie also das zweite Mal gewaschen. Ich fange mal wieder bei der blonden an. Die blonde macht sich ganz gut. Also es ist kaum noch was zu sehen. Es ist wirklich nur noch so ein leichter rosa Schimmer. Also man sieht ja immer den Vergleich, wie es vorher war. Jetzt wäscht sich es auch relativ gleichmäßig raus, nur dass das Dirty Pink ein bisschen wärmer rauswäscht als das andere. Also wie man sieht, ist es schon deutlich heller geworden. Es wäscht sich auch sehr regelmäßig raus. Also ich finde nicht, dass es jetzt schlechter aussieht. Es sieht halt einfach nur zuckerwattiger aus. So. Dann habe ich einmal die graue Strähne. Was mir irgendwie aufgefallen ist, das wäscht sich langsamer raus. Ich weiß nicht warum. Liegt vielleicht an der Haarstruktur auch ein bisschen. Es wäscht sich aber dennoch auch sehr regelmäßig raus. Und es ist auch schon deutlich heller geworden. Ist auch schon ein bisschen heller als meine eigenen jetzt.
das ist dann einmal grau und rausgewaschen. Was ich total kurios finde bei dieser Strähne, ich finde, das ist immer noch sehr, sehr, sehr kräftig. Also je gesünderes Haar, mutmaße ich jetzt mal, desto länger hält das Ganze auch. Die andere Farbe ist auch schon deutlich rausgewaschen, aber nicht so extrem wie bei den anderen. Also hier hält sich das ziemlich gut. So, nach dem zweiten Mal waschen sieht man also, dass die Haare heller geworden sind, die dunkle ist etwas satter geblieben. Hallo meine Lieben. So, ich bin jetzt vom dritten Mal waschen zurück. Also die Haare wurden jetzt dreimal gewaschen. Jetzt müssten sie ja laut Packungsbeilage ihren Ausgangston erreicht haben. Ich fange dann einmal mit dem, wo es mich echt verblüfft hat, an. Bei dem Blond. Also wie ihr seht, ist es wirklich nur so ein ganz, 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 ganz sachter Schimmer noch da. Es ist wirklich ganz, ganz sacht. Sind also fast wieder auf ihrer Ausgangsbasis. Es ist nur noch so ein ganz leichter Schimmer, der jetzt mit der nächsten Haarwäsche auf jeden Fall auch weg wäre. Also die Helle hat schon mal gut hingekriegt, also wirklich 2-3 Haarwäschen. Bei dieser hier, das ist die graue, ist auch noch ein Schimmer da, also man sieht den Unterschied. Es ist noch ein rosa Schimmer da, ist auch ein bisschen stärker als bei der blonden, aber ich denke auch mit einer Haarwäsche hätte sich das erledigt. Also auch hat es geschafft. Was ich jetzt aber kurios finde, die dunkler waren, also auch im Endeffekt am gesündesten, da hat sich diese Seite sehr gut rausgewaschen. Die hat sich ja von vornherein relativ gut ausgewaschen und die ist noch wirklich dunkel geblieben. So, nach der dritten Haarwäsche sieht man bei der blonden kaum noch was, bei der grauen etwas und bei der dunkleren ein bisschen mehr. Ich zeige euch nochmal im Vergleich jetzt die Strähnen einmal durch. Das ist die blonde, die jetzt wirklich schon sehr blond ist. Das ist dann die graue im Vergleich. Ich halte sie mal nebeneinander. Sieht man, da ist noch ein deutlicher rosa Schimmer drin. War auch nicht der Rede wert. Und jetzt kommt der Burner. Bei dieser hier, da sieht man wirklich noch, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob das mit der nächsten Haarwäsche rausgehen würde. Bin ich mir nicht sicher. Also generell, die Haare haben sich nach der zweiten Haarwäsche immer noch sehr gepflegt angefühlt. Und dann wurde es stetig schlechter. Natürlich, weil ich sie jetzt so oft hintereinander gewaschen habe. Aber ich finde dennoch, dass sie sich sehr, sehr gleichmäßig rausgewaschen haben, obwohl die Haare ja, diese Extensions hier, sehr, sehr strapaziert eigentlich sind, außer die hier, wo es sich gar nicht rausgewaschen hat oder beziehungsweise nicht so doll, hat es sich trotzdem sehr gleichmäßig rausgewaschen. Also ich habe jetzt in keiner Phase des Rauswaschens gedacht, oh Gott, so kann man niemanden mehr auf die Straße lassen. Also es war wirklich kontinuierlich immer ein bisschen weniger, was mir super gefällt. Im Großen und Ganzen hat sich die Dirty Pink weniger schnell oder weniger stark ausgewaschen wie die normale pinke Farbe. Ich fand auch, dass das Dirty Pink gar nicht so dreckig war, sondern eher das normale Pink so ein bisschen unschöner rausgewaschen ist. Und ja, also ich finde, die haben ihr Versprechen gehalten. Es hat tatsächlich 3 Haarwäschen gehalten sozusagen. Also es wäre ja jetzt dann noch etwas da. Nach der nächsten Haarwäsche wäre es dann wahrscheinlich komplett weg. Ich finde es eine super Idee, wenn man mal zwischendurch die Haarfarbe wechseln möchte. Aufpassen würde ich dann wirklich bei den Leuten, die jetzt nicht ganz so arg blondiert sind, dass es da wirklich deutlich länger hält. Es kann natürlich jetzt auch an der Haarbeschaffenheit liegen, je nachdem wie gesund das Haar ist. Aber ihr habt gesehen, es sind komplett unterschiedliche Nuancen bei den verschiedenen Haarfarben rausgekommen. Es hat unterschiedlich lange gehalten, aber es hat sich gleichmäßig rausgewaschen, was ich als Pluspunkt sehe. Also ich hätte jetzt als Pluspunkt anzumerken, erstens, es hat sich wirklich gepflegt angefühlt, das Haar. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, es wurde gefärbt. Es wurde ja auch eben nur physikalisch gefärbt und nicht mit Ammoniak oder einer Oxidation.
Es hat das Haar im Endeffekt ein wenig gepflegt. Es hat ihm Farbe gegeben, das ist ein Pluspunkt. Dann hat es sich sehr gleichmäßig rausgewaschen, was für mich auch wieder ein Pluspunkt wäre. Und was für mich auch ein Pluspunkt ist, dass es sich eben wirklich auswäscht. Dass man zwischen den Farben switchen kann. Die haben ja jetzt nicht versprochen, oder das Versprechen ist ja nicht gewesen, dass es unendlich lange hält, sondern dass es sich wirklich rasch wieder rauswäscht. Ich kann natürlich jetzt nur von diesen beiden rosa oder pink Tönen sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Die sollen ja auch teilweise etwas länger halten, 5 bis 10 Haarwäschen meine ich und 10 bis 15 Haarwäschen. Da kann ich jetzt leider nicht zu sagen. Ich bin völlig überzeugt von dem Produkt. Ich würde es weiterempfehlen für Leute, die wirklich schon blond sind und einfach nur mal so ein bisschen Farbe in ihr Leben bringen wollen. Also für mich ein großes Daumen hoch. Der einzige Negativpunkt, den ich habe, ist, dass man bei etwas dunklerem Haar vielleicht aufpassen muss, dass es nicht so ein kühles Rosa wird wie bei mir jetzt, sondern dass es relativ warm wird, also eher so ein Erdbeerblond. Was ja auch dieses Goldblond, Erdbeerblond ist ja auch wieder total in. Deswegen, also ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der mal was anderes haben will oder mal was Neues ausprobieren möchte. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit meiner Versuchsreihe hier. Und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, ob ich mal eine andere Farbe testen soll, wie lange die denn dann hält. Ich bin für Ideen offen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!